So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ich habe nur kurz mal rausgetappt, um zu schauen, ob die Aufnahme läuft. Tut sie, wunderbar. So, it's true. The Shogun's son has been murdered? So, also, unser Ziel, wir müssen entweder hier oder hier uns ein paar Leute anhören. Hier ist es, glaube ich, einfacher, wenn man sich auf den Dächern und so positionieren kann. Man muss aber hinkommen. Shogun. Ansonsten kann man sich, glaube ich, hier, wenn man... Ja, da kann man, glaube ich, wenn sie am Wasser stehen, auch da drin warten. Aber ich glaube, ich probiere es hier. Wenn wir denn rüberkommen. Alright. So. They're looking for the killers. Obwohl, nee, die sind ja jetzt quasi direkt in der Nähe. Das ist vielleicht sogar besser. Moment, ich muss mal kurz hier ein Kabel etwas zur Seite ziehen. Hey, ich muss meinen Schreibtisch irgendwie besser organisieren. Das Interessante wäre ja, schaffen wir es? Ja, wobei, das könnte echt interessant werden. Also wir müssen dann versuchen, irgendwie auf die entsprechenden Dächer zu kommen. Ach Moment, ich kann hier eine... Was passiert, wenn ich die Vase runterschmeiße? Das lenkt einfach nur ab. Okay. Ich dachte, vielleicht schmeißt er die jemandem auf den Kopf oder sowas. Man weiß ja nie. Übrigens, ich habe jetzt letztens eine Sache erlebt. Also während ich das jetzt hier aufnehme, ist quasi gerade Karneval. Ja, ist jetzt nicht so meine liebste Zeit des Jahres, aber was will man machen? Okay, hier ist ein Samurai. Ich überlege gerade mit, also wo ich mit Verkleidung am besten ran entlang komme. Ach Moment, willkommen. Kommt der da hoch? Ja, perfekt. Es wäre einfach quasi hier. Hier kommt man tatsächlich einfach rüber. Perfekt. With speed. Busy. I suspect that guards here have been doubled since Nobu learned of our escape. So, wir gehen jetzt mal hier rüber und schauen, wie wir uns positionieren können, dass wir ein paar Informationen aus denen hier rauskriegen. Kann ich hier hinkommen? Ach, da muss er dann einen Umweg gehen, aber es funktioniert. Da wäre er einmal fast gesehen worden. Ich bin mir übrigens gerade todsicher, dass ich mich wieder für die schwierigere Variante entscheide. Komme ich hier hin? Kacke. Immer wenn ich überprüfe, ob jemand mich sehen kann, stimmt es. Er kann es. Ja, ich glaube, er sollte da ebenfalls zu Aiko rüber. Und mit ihr kann ich mal schauen, wie ich hier am besten weiterkomme. Die Samurai dürfen mich halt nicht sehen. Das ist ein Zivilist, okay. I will move quickly. No time to lose. An Na. elegant landing. In der Kleidung kann ich halt erstmal so ein bisschen arbeiten. With haste. We must consider our surroundings. Okay, hier kommt man hoch. Das ist perfekt. Insbesondere, wenn man mich dann. On my way. Jetzt nicht mehr sieht. Ich wollte ja eher auf den Dächern arbeiten. So, Hayato dürfte inzwischen auch an der Stelle sein.
No time to lose. Hier hört man jetzt nicht so viel. Lass mich raten, die Kiste ist auch nur Ablenkung. With speed. Also, was ich sagen wollte, mit Karneval. Also, normalerweise, wann gehen die Feierlichkeiten Karneval gerne mal los von irgendwelchen Leuten, die sich da treffen? 11.11 Uhr. Ich habe mir so einen kleinen Scherz erlaubt, bin einfach mal kurz reingekommen bei so einer Truppe bei uns. Ich arbeite ja im Moment quasi an meiner Masterarbeit in einem mikrobiologischen Labor und dachte mir, komm, schaust du mal rein mit spitzen Öhrchen auf und sagst, du willst nur mal kurz einen Meta-Witz machen. Ja, das haben exakt 2 von ungefähr 30 Leuten verstanden. It will only take a moment. Das ist... Naja, ich sollte diese Witze sein lassen. So, mal schauen. Hier dürfte ich ja an einem guten Punkt sein, wenn die hier entlang kommen. I will move quickly. Das Problem ist, jetzt ist das eine ungünstige Lage. No time to lose. On my way. Na, jetzt habe ich hier direkt den Sichtkegel. Ich denke, ich werde mich mit ihr tatsächlich ins Wasser bewegen. With speed. Kacke. Dass die Bewegung von denen dann auch so aufeinander abgestimmt ist, ist doch Mist. Oder ich schau mal kurz, wie ich mit Hayato hier am besten weiterkomme. Oder vielleicht ist es sogar mit Aiko am besten, einfach kurz irgendwo im Dunkeln runterzuspringen. Mit Haste. Sich kurz zu verkleiden. Und einfach versuchen, nicht im Sichtfeld der Samurai zu stehen. Das könnte nämlich auch funktionieren. Wobei, das ist jetzt gerade sehr riskant, was ich hier tue. Und ich glaube, hier werden nämlich jetzt auch sehen. On my way. No time to lose. Na komm, zur Not kann ich jederzeit mich inhocken und schleichen. Ja, die sehen hier jetzt leider alles. It is beyond reach. I will move quickly. Ach, bewegt euch doch einfach weg, Jungs, dann kann ich euch hinterher eiern. Und mich hinter einen Wagen stellen oder sowas. It will only take a moment. With speed. Nee, die wohnen jetzt da, glaube ich. Sneezing powder. Das könnte ich vielleicht irgendwann mal benutzen, wenn ich an denen vorbei muss. Aber die überwachen hier halt jeweils den kompletten Steg. Mensch, Jungs, bewegt euch. Komm, nochmal schnell speichern für den Fall, dass ich dann nachher doch wieder lange warten muss, bis die sich bewegen. Mit Hayato kann ich in der Zeit erstmal nicht viel machen. Könnte hier herumschleichen. Boah, wäre ich doch bloß ins Wasser gegangen, ich Idiot. Scheiß auf die Verkleidung. On my way. They would briefly look with haste.
Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. With speed. Okay, das war ein, also da war ich einfach ungeduldig. Irgendwann. Was aber auch verständlich ist, möchte ich meinen. So, jetzt weiß ich, die bewegen sich in absehbarer Zeit. Ach, ich kann hier entlang. Das ist ja cool. Immer noch abwarten, bis sie sich bewegen und dann... Ich trinke einfach in der Zeit mal kurz einen Schluck Tee. Being attacked. Okay, Hayato wird da entdeckt. Alright. Hier ist jetzt zum Glück ruhig. Ich könnte den... Na, hier wird man einfach zu schnell bemerkt. Also meine Idee ist jetzt halt einfach denen zu folgen und mich hinter Kisten und Wagen zu halten. So dass sie die Verfolgerin nicht zwingend bemerken. Jungs, Bewegung. Ach, Mann. Da kann ich ja exakt nichts machen. Ich könnte hier rüberspringen, das bringt auch nichts. Warum bin ich nicht einfach vorher ins Wasser gegangen? Das hätte mir einiges erspart. Und auch euch einiges an Warterei hier. Ich fand es sehr interessant, dass das irgendwie augenscheinlich... Ja, das wirkt nicht sehr lange. It will only take a moment. Eben sind die doch auch irgendwann losgegangen, verdammt. Sure. Na, der Zivilist bemerkt nichts. Na, meine Idee wäre jetzt eher, wie komme ich mit Hayato da überhaupt weg, ohne bemerkt zu werden? Right. Kann ich den Kerl irgendwie so ablenken, dass das passt? Dass ich dann hier vielleicht... Ja, zumindest komme ich ins Haus. Distraction. Nein, das hat... Wieso wurde er überhaupt nicht abgelenkt? Er sollte doch wenigstens kurz mal gucken. Naja. Hm.
distraction. Strange sounds. Just the wind. Und rein da. So. Hayato ist zumindest wieder halbwegs in Sicherheit. Ich muss versuchen, wieder auf die Gebäude zu kommen, leider. Uns wird was einfallen. Ach, wisst ihr was? They would briefly lose. Hey, habe ich nur den einen erwischt? Kacke. Sneezing powder. Musst du doch eigentlich beide locker erwischen. Will only take a moment. They must be. Warum zum Henker? Ja, in dem Moment klicke ich auf was, so dass sie sich nicht bewegt, um aus dem Kegel rauszukommen. Das ist doch. Da denke ich schon, komm, manövriere ich hier ein bisschen rum, dass ich hier wenigstens versuche wegzukommen. Oder ins Wasser zu kommen. I will move quickly. Ach, komm. Weil ich habe jetzt echt keine Lust mehr zu warten. No time to lose. Ach, die schleicht natürlich nicht, wenn die aus der Verkleidung kommt. Ach, ich stelle mich gerade echt so dämlich an. With haste. No time to lose. With speed. It will only take a moment. Ich glaube, jetzt habe ich mich jetzt so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. I will move quickly. With haste. With speed. Aufhören, Mensch. Ach, klappt nicht. Kacke. Ach, weißt du, wisst ihr was? Ich bleib jetzt mit der einfach so lange stehen, bis sie sich bewegen. Das werde ich spätestens dann bemerken, wenn plötzlich wieder jemand schießt. Aha. Right. Going. Tayato, komme ich auf die Art augenscheinlich zum Wasser? Sag nicht, du kannst nicht über das Geländer springen. Alright. Dann eben nicht. Toll, jetzt hänge ich mit ihm da. Wie bescheuert ist das denn bitte, dass er hier nicht ins Wasser springen kann? Hier kommt man auch nirgendwo auf Gebäude rauf. Verdammt. So. Wieder sicher abgesichert, also versteckt. Hier kommt man nicht ins Gebäude. Boah, ich bin mit Hayato in einer richtig beschissenen Position einfach. Im Zweifel wirklich wieder hier hoch und von da aus arbeiten. Kacke, nicht aufgepasst. Hm.
Wird der eigentlich von irgendjemandem gesehen? Ja. Am ehesten müsste ich also versuchen, an dem Samurai vorbeizukommen, um hier hochzukommen. Was eine Scheiße. Alright. Distraction. I have to take a shortcut. Sure. So. Hayato ist sicher. Beziehungsweise mit Hayato ist es sicher machbar, da runter zu kommen. So, mit Aiko. They would briefly lose sight. I will move quickly. Going. Das hat jetzt nicht so funktioniert, weil dieser Saftsack da in die Nähe gekommen ist. Verzieht euch doch mal. Oder kann ich da drauf und von da aus ins Wasser? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. Aha. Distraction. Warum zum Henker läuft er denn jetzt nicht zum Ich klicke auf das Wasser, er läuft aber nicht zum Steg, sondern plötzlich einen riesen Umweg oder was? Was soll denn der Mist? Will man mir sagen, dass man vom Steg aus nicht ins Wasser springen kann oder wie? Muss ich hier entlang dafür? Ach komm. No straight path. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Moment. Ach, falsch. Das wollte ich nicht. With speed. Sie kommt da im Gegensatz zu ihm ja hin. With haste. I will move quickly. Dachte ich. No time to lose. This is not the way. There must be a better path. Oder eben auch nicht. On my way. An elegant landing. So, sie kann da jetzt durch. I cannot go there. We must consider our surroundings. With haste. Warum kann die da nicht einfach? On my way. Geht doch. So. Das ist mir jetzt definitiv tausendmal lieber und ich wette, sobald ich ankomme, gehen die wieder weg. Oder auch nicht. Und was kriegen wir für eine Information? So he's in that place. Hayato-san, let us find a safe spot and discuss what we have learned. Okay.
Das ist schon mal interessant. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Bis dahin. Cheerio.